Hallo liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeige ich euch ein Massivhaus aus Kalksandstein mit Doppelgarage und praxiserprobtem Plus-Energie-Konzept. Es handelt sich hier nämlich um ein bewohntes Musterhaus der Wohnwerke GmbH, das hier im Großraum Stuttgart auf einem nur 400 Quadratmeter kleinen Grundstück steht. Der Architekt wollte hier eine kosten-, energie- und flächeneffiziente Architektur zeigen, die ganz viel Großzügigkeit auf kleinen Grundstücken ermöglicht. Und wie das gelungen ist, schauen wir uns heute an. Das Grundstück ist ja hier nur 400 Quadratmeter groß, wie ich euch schon gesagt habe. Und das Haus hat Außenmaße von 9 mal 10 Metern plus die Doppelgarage. Die hat nochmal 5,30 Meter mal 6,12 Meter. Das Haus hat zwei Vollgeschosse und ein 30 Grad geneigtes Satteldach und insgesamt ungefähr 138 Quadratmeter Wohnfläche. Den Grundriss findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt schauen wir uns das Dach nochmal genauer an. Wir haben hier keine Dachüberstände. Die Dachentwässerung läuft aber mit so einer Kastenrinne trotzdem außen, ist also jetzt nicht in die Dachfläche integriert. Das ist eine etwas kostengünstigere und trotzdem noch sehr schöne Lösung. Und die Photovoltaikanlage auf dem Dach, das sind etwa 9 Kilowatt Peak Leistung, die ist aber dachflächenintegriert. Dadurch sieht das Ganze natürlich viel besser aus und es ist auch eine Anlage, die die Dachfläche ersetzt. Also das heißt, es ist eine wasserführende Schicht und die ist hinterlüftet. Die Hinterlüftung ist ganz wichtig, damit die Anlage nicht zu heiß wird, dass die Effizienz eben möglichst hoch bleibt. Das Ganze ist so integriert, dass man oben nur noch den Firstziegel und hier am Rand eben diesen Ortgangabschluss hat. Das ganze Haus ist rundherum grundsätzlich mit bodentiefen Fenstern ausgestattet, die auch fast alle bis auf eine Ausnahme das gleiche Format haben, etwa 1 mal 2,20 Meter. Das gibt nochmal eine Klarheit in der Architektur und natürlich sehr viel Tageslicht im Inneren. Und weil ihr immer so gerne in die Garage gucken wollt, schauen wir da jetzt auch gleich mal rein. Die Doppelgarage ist jetzt eine Holzständerkonstruktion und das Elektroauto, was wir hier sehen, gehört zu diesem ganzen Plus-Energie-Konzept tatsächlich dazu. Wir haben ja gehört, wir haben die 9 Kilowatt Peak Photovoltaikanlage, das ist hier ein Süddach, der relativ viel bringt und dieses Elektroauto wird hier komplett immer mitbetankt. Trotzdem haben die Bewohner im letzten Jahr noch 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden Stromüberschuss erwirtschaftet, den sie ins Netz einspeisen konnten, zusätzlich zum Batteriespeicher. Und das entspricht etwa 6 Tonnen CO2-Einsparung, also 6-mal von Stuttgart nach New York und zurückfliegen. Ein kleiner Tipp vielleicht noch, man braucht gar nicht unbedingt für so ein Elektroauto so eine Wallbox, die kostet ja auch noch mal was. Hier im Haus ist jetzt einfach so ein 16 Ampere Starkstromanschluss. Da kann man so ein Elektroauto, je nachdem was es für eins ist, dann auch schon aufladen. Und vielleicht ein Tipp für euch, denkt dran bei der Genehmigung für euer Haus, die höchstmögliche Absicherung schon zu beantragen. Bei diesem Haus sind es tatsächlich 100 Ampere, denn es kann sein, dass die Energieversorger mit der Zeit das deckeln werden, was man da also pro Einheit, pro Wohneinheit dann nehmen darf. Und deshalb ist es gut, das von Anfang an einzuplanen und möglichst hoch anzusetzen. Das ist also der ganz kurze Weg hier wieder in den Privatbereich. Das Haus hat nämlich noch eine Schwierigkeit. Die Erschließung, die Straße liegt im Süden und die Hauseingangstür hat man natürlich gerne im Norden. Deshalb ist diese Terrasse, die ist etwa 30 Quadratmeter groß, jetzt hier zur Straße hingelegen, ist jetzt hier abgetrennt mit diesem Bambus. Übrigens gibt es auch da einen Tipp von den Bauherren. Die sind jetzt in so bis zu 80 cm tief eingegrabenen Stahlkästen da vorne eingepflanzt, damit der Bambus nicht so wuchert und von unten die Straße kaputt macht. Und diese Terrasse ist belegt mit Thermoesche, die so ganz dunkel und geölt ist. Das ist eine relativ teure Sache, aber sieht natürlich schick aus.
Die Bauherrin hat auch gleich schon gesagt, sie wünscht sich da vorne noch ein Tor. Das wird wohl jetzt auch noch gebaut, um das Ganze doch noch ein bisschen abzutrennen, damit man eben diesen ganz privaten Bereich hier gut nutzen kann vorm Haus im Süden, ohne dass da von der Straße ständig jemand reinguckt. Wenn wir jetzt hier mal rumlaufen, sehen wir schon, es gibt hier einen ganz besonderen Weg, wie so ein Catwalk. Das sind tatsächlich Fliesen, 60 x 1,20, die auf so Betonfundamenten aufgebockt sind, dass die so ein bisschen schwebend wirken und auch unterleuchtet mit LEDs. Das heißt, abends ist das hier wie so ein beleuchteter Catwalk. Das ist sehr, sehr schick, ist natürlich nicht so praktisch, wenn man jetzt läuft. Man bleibt da vielleicht mal hängen oder die Hunde treten mit den Füßen dazwischen, sieht aber sehr schön aus. Genauso wie diese begleitende Mauer, die ist verkleidet mit so einem portugiesischen Naturstein, der auch im Haus nochmal auftaucht, den werde ich euch da zeigen. Also auch so ein verbindendes Element zwischen Innen- und Außengestaltung. Wenn wir jetzt hier an dieser weißen Wand vorbeilaufen, ich habe euch ja schon gesagt, es sind 15 cm Kalksandsteinmauerwerk, außen drauf 16 cm Wärmedämmverbundsystem auf Polystyrolbasis und wir sehen auch schon, die Jalousien und Rollladen laufen hier total verdeckt hinter der Fassade. Wie das von innen aussieht, das ist nämlich ganz schlau gelöst. Schauen wir uns auch gleich an. Aber jetzt gucken wir erstmal hier rum zum Hauseingang. Hier gibt es jetzt noch kein Vordach. Auch da haben die Bewohner des Hauses mir gesagt, das wollen sie noch nachrüsten. Also da ist noch so ein L-förmiges Element geplant, dass man da nachher ein Vordach hat, wenn man ins Haus kommt. Hier ist auch schon der Stromanschluss vorgesehen und auch der auf der Seite kann man sehen, es gibt hier komplett bodentiefe Elemente. Hier ist eine Ausnahme, das ist etwas schmaler und mit Milchglas. Dahinter liegt das Bad. Das schauen wir uns aber jetzt gleich alles drinnen mal an. Und jetzt gehen wir mal rein. Bereich ist wirklich ein ganz besonderer Raum von der Proportion. Wir haben jetzt hier eine Breite von nur noch knapp 1,15 Meter, aber über 7 Meter lichte Raumhöhe. Das bringt wahnsinnig viel Großzügigkeit hier rein, ohne dass jetzt viel Fläche verschwendet ist. Hier haben wir jetzt wieder diesen portugiesischen Naturstein mit dieser Bruchsteinoberfläche. Dadurch wird der Flur auch noch mal ein bisschen schmaler, denn das ist ein Verblender, aber ein richtig massiver, also so 4-5 cm stark, jetzt nicht nur ein Riemchen, aber dahinter ist als tragende Wand auch Kalksandstein. Sehr schön ist natürlich bei so einer Natursteinoberfläche, so einer unregelmäßigen, wenn man die dann von unten mit diesen Bodenstrahlern nochmal beleuchtet hat, muss man natürlich im Estrich dann entsprechend vorsehen, die Verkabelung und die Buchsen. Und jetzt schauen wir erstmal hier um die Ecke, denn da gibt es dann eine ganz schlaue, sehr platzeffiziente Lösung, eine Einbaugarderobe. Dieser Raum hat insgesamt 5 Quadratmeter. Hier haben wir jetzt übrigens eine lichte Höhe von 2,46 Meter. Und hier ist dann eben dieses Einbaumodul vom Schreiner reingekommen mit einer sehr schönen Sitzbank, wo man eben auch sitzen kann und wo man in diesen Schränken wirklich sehr viel unterbringt. Hier ist dann also zum Beispiel die Garderobe drin, da ist auch Platz für meine rote Lederjacke, aber eben auch für ganz viele andere Dinge. Und sehr schön ist eben, dass dieser Raum, der auch sehr schmal ist, da hinten nochmal eine bodentiefe Tür hat, dass hier also eben auch ganz viel Licht reinkommt und das schafft eben auch ein Gefühl von Weite. Licht haben wir hier übrigens auch an der Decke und dazu sage ich euch auch gleich was, denn es ist hier eine Betondecke drin, also sie halb fertig geliefert wird. Die Fugen werden dann verspachtelt, tapeziert, gestrichen und für diese Einbauleuchten ist die Decke jetzt nicht abgehängt, sondern da werden so Halux-Dosen direkt in die Decke eingegossen, sodass der Innenausbauer dann danach einfach so einen Deckel aufsägen und die Lichter da ganz genau gerade rein platzieren kann. Das spart euch ganz, ganz viel Ärger und Aufwand hinterher, wenn ihr diese Beleuchtungsplanung von Anfang an mit reinnehmt. Und das schauen wir uns auch im Wohnzimmer noch an. Aber jetzt gucken wir hier erstmal in das kleine
Gäste-WC. Das ist, glaube ich, so das flächeneffizienteste WC mit Dusche, das ich je gesehen habe. Etwa 2,6 Quadratmeter. Das dürfte auch so die Mindestgröße sein, die man dafür braucht. Das Ganze ist nur 2,5 Meter breit und 1,30 Meter tief. Dann geht dann nochmal die Vorwandinstallationen ab. Hier ist eine bodengleiche gefließte Dusche mit einer Tiefe von 76 cm. Also für Besuch reicht das allemal. Und da oben sehen wir jetzt eine Abluft an der Wand. Es ist ja ein WC, das außen liegt. Man könnte also da ein Fenster machen, aber der Architekt hat mir gesagt, nein, diese kleinen quadratischen Klofenster, das stört ihn total, will er hier nicht haben. Und das ist hier quasi so eine Zwangsentlüftung, also eine Abluft, die immer läuft. Und sehr schön finde ich, dass die tatsächlich nach oben übers Dach rausgeführt wird, sodass man hier also jetzt auch nicht irgendwo in der Außenwand so komische Lüftungsaufsätze oder Öffnungen hat. Also so ein kleines Detail, das auch ganz schön ist. Hier sehen wir nochmal so ein kleines Podest, das da rauskommt. Da kann das Waschbecken gut draufstehen. Es ist also wirklich so, dass man hier gerade so Platz hat für alles. Und nebendran ist nochmal ein kleiner Abstellraum. Da schauen wir jetzt auch nochmal rein. Hier nebenan ist jetzt noch eine kleine Abstellkammer, die hat jetzt nur etwa 1,5 Quadratmeter, ist aber auch sehr gut ausgenutzt. Man hat jetzt also hier wirklich diesen Absatz, wo das Waschbecken draufsteht, nochmal als Fläche, wo man was drunter schieben kann. Und dieser kleine Raum, wo man hier im Erdgeschoss nochmal alles unterbringt, was man nicht sehen will, der ermöglicht es natürlich, dass das restliche Erdgeschoss jetzt komplett offen ist. Und ich habe jetzt hier einen Wohn-Ess-Kochbereich, wo eben diese Flurfläche auch offen mit eingefasst ist, der 62,5 Quadratmeter groß ist. Das heißt, ganz viel Großzügigkeit, einfach weil sich hier Flächen überlagern und offen gestaltet sind. Und wir schauen jetzt als erstes mal in die Küche. Jetzt von diesen 62,5 Quadratmetern etwa 11,5 Quadratmeter, was vielleicht den meisten als erstes auffällt. Wir haben hier durchgehend dieses Eiche-Parkett überall auf dem Boden. Das ist auch in Küche, Diele und Bad. Und das ist was Besonderes, das ist so ein Öllack. Das heißt, es ist ein versiegeltes Parkett mit einer matten Oberfläche und das Haus wird jetzt seit 2,5 Jahren bewohnt. Die Küche ist auch regelmäßig in Betrieb. Ich finde, man sieht hier noch nichts. Also die Bauherrin sagt mir, man muss halt direkt wegwischen, wenn einem was runtertropft, aber es sieht wirklich sehr schön aus. Man kann das also machen. Die Kochinsel, das wird jetzt vielleicht manche wundern, dass die hier so rum drin steht und nicht so abgetrennt, sagte sie mir auch. Sie wollte einfach hier einen fließenden Raum, so eine Insel, die man komplett umgehen kann. Die ist 1,16 Meter mal 2,20 Meter, hat also wirklich echt viel Platz zum Kochen und Schnippeln. Hier ist nochmal so eine Nische ausgespart, sodass man hier wirklich auch so Barhocker reinschieben und hier eben auch sitzen kann. Und es ist wohl also echt toll, wenn Freunde zum Kochen da sind, dass man hier auch gleich sitzen und schnippeln und kochen kann und sehr kommunikativ unterwegs ist. Diese Arbeitsplatte hier oben drauf ist wohl ein Kunststein, der ist nicht ganz so empfindlich wie jetzt eine Natursteinplatte. Und hier ist wieder so ein Kochfeld mit einem Abzug nach unten. Und weil ihr ja immer fragt, was ist denn, wenn da mal was reinläuft. Also ich habe das jetzt hier mal geguckt, man kann das wirklich leicht rausnehmen. Angeblich tut man das einfach in die Spülmaschine und hier wischt man einmal aus, wenn da was überkocht. Da ist also wohl die Reinigung kein Problem. Dann haben wir hier nochmal diese Steckdosen. Auch hier ist es wohl so, dass da noch nie was reingelaufen ist, obwohl die Bewohnerin mir sagt, es kocht ihr öfter mal was über. Ist natürlich praktisch, wenn man hier in der Arbeitsfläche auch mal mindestens noch zwei Steckdosen hat. Diese Küchenrückwand ist auch was Besonderes. Man hat hier wirklich tiefe Einbauschränke, die 60 cm tief sind. Hier verschwindet der Kühlschrank hinter der gleichen Küchenfront. Es ist also ein ganz einheitliches Bild. Und dadurch, dass man hier nochmal so ein graues Passepartout drumherum gesetzt hat, also der Raum ist eigentlich tiefer, wirken diese Schränke jetzt rundherum quasi schwebend und auch eben nicht so tief, wie sie sind. Dann hat man hier den Backofen auf Bedienhöhe wirklich sehr schön eingebaut und hier separat nochmal die Theke mit dem Waschbecken. Wenn ihr jetzt hier mal reinguckt, das ist ein
dunkles, mattes Waschbecken. Ich habe auch gleich gefragt, es gibt ja hier sehr kalkhaltiges Wasser. Wie hält man das sauber? Also es gibt hier so eine Wasserenthärtungsanlage und dann ist das natürlich auch überhaupt kein Problem. Sehr schön finde ich, dass man jetzt hier auch diese Wandnische drin hat. Da denkt man ja, oh, bei Massivbau vielleicht ein bisschen schwierig. Hier ist einfach von Anfang an komplett ein Loch in dieser gemauerten Zwischenwand gewesen. Da hat dann der Schreiner auch mit Holz praktisch so einen Kasten reingesetzt. Von hinten ist es verblendet. Hier haben wir auch wieder diesen portugiesischen Naturstein. Und dann hat man eben hier diese hinterleuchtete Nische, die da einfach auch nochmal sehr, sehr schön aussieht. Von den Wandoberflächen haben wir jetzt hier auf dem Kalksandsteinmauerwerk innen einen Gipsputz. Der ist dann in der Qualitätsstufe Q3, also schon sehr glatt. Da ist dann einfach nur noch Malervlies drauf und gestrichen. Und ein typisches Architektendetail ist natürlich, dass es hier unten keine Sockelleiste gibt, sondern nur so eine Acrylfuge. Ihr müsst natürlich wissen, das sieht schick aus, aber so eine Sockelleiste ist ja auch ein Stoßschutz für den Boden. Also wenn ihr das so machen wollt, ist das Ganze natürlich etwas empfindlicher. Hier sehen wir jetzt wieder dieses Standard-Fensterelement. Das sind weiße Kunststofffenster, Stichwort kostenoptimiert. Dreifach verglast, das war diese etwa 1 Meter mal 2,20 von der Höhe. Und was man jetzt hier oben schon sehen kann, da ist jetzt kein Fenstersturz drüber. Der Sturz ist also praktisch die Stahlpetondecke, weil man eben draußen diese Lamellenjalousien, die ich euch gleich auch noch zeige, da ohne aufgesetzte Kästen, also in die Wandfläche integrieren wollte. Und damit das von der Wärmedämmung dann eben noch hinkommt, hat man dann praktisch dieses Fensterrahmenelement, das da höher gezogen ist, das dünn ist, dahinter ist Dämmung und da verschwindet dann eben diese Jalousie drin. Wenn wir jetzt hier weitergehen, sieht man, dass hier jetzt auch mal andere Elemente zum Einsatz kommen. Das ist ja hier von außen so eine schöne Übereck-Lösung. Hier ist eine Festverglasung. Hier hat man dann die große Hebeschiebetür. Das ist natürlich immer toll, weil man dann eben hier einen schwellenfreien Austritt nach draußen hinkriegt. Wenn die jetzt ganz offen ist, hat man hier eine Öffnung, eine lichte Durchgangsweite von fast 1,25. Da kommt man also wirklich sehr gut raus. Und ich finde, es ist auch hier sehr schön gelöst, wie hier eben das Eicheparkett ranläuft und dann hier draußen die Thermoesche anschließt. Hier nebenan sieht man dann nochmal das normale Element. Da kann man jetzt gerade mal aufmachen. Dann seht ihr hier, hat man dann natürlich unten den Rahmen laufen, hat da so eine kleine Austrittsschwelle. Ist auch kein Problem, aber ist dann eben nicht mehr ganz barrierefrei. Und hier schließt jetzt eben dieser kleine geschützte Wohnbereich an. Was ich sehr schön finde, durch diese Wand hat man die Treppe und den Verkehr, der da vielleicht ist, jetzt hier wirklich nicht. Der Raum ist zwar total offen, aber durch diese sehr gute Übereck-Lösung wird es gut gegliedert und man hat hier Großzügigkeit, ohne dass man das Gefühl hat, man sitzt irgendwie in einer ungemütlichen Bahnhofshalle. Ihr habt jetzt vielleicht hier schon unterschiedliche Taster auch an der Wand gesehen. Das hier ist so ein elektrischer Raumluftfühler für die Temperatur. Das ist, sind Taster für Licht. Das Ganze ist ja auch ein Smart Raum. Es ist hier ein KNX-System zum Einsatz gekommen. Das heißt, jedem Taster kann man auch jede beliebige Funktion zuordnen. Hier gibt es auch nochmal ein Schaltpanel, das ich euch gleich zeige. Aber ich habe jetzt hier schon mal dieses Tablet kurz in der Hand, weil man ja das Plus-Energie-Konzept noch mal kurz vielleicht hier sehen kann. Also vom Dach kommen jetzt gerade 7,7 Kilowatt rein. Davon gehen 1,2 Kilowatt im Moment ins Haus. Wir haben hier jetzt überall das Licht an, vom Keller bis zum Dachboden. Dann wird gerade die Batterie geladen und ein Teil geht ins Netz. Die Bauherren sagten mir, dass sie im letzten Jahr für etwa 1000 Euro Strom ins Netz eingespeist haben und im Winter für etwa 200 Euro Strom zukaufen mussten für ihre Wärmepumpenheizung. Es ist eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, die hier die Fußbodenheizung bedient. Dazu sage ich euch später noch was. Aber es gab also wirklich einen Energieüberschuss. Und was ich ganz spannend finde, der Architekt plant gerade eine Siedlung mit Power-to-Gas-Häusern, wo also dieser ganze solare Überschuss aus dem Sommer wirklich gespeichert wird und dann in den Winter gerettet werden kann, sodass er versucht, Häuser zu bauen, die wirklich komplett energieautark
sind. Da wird dann also über Elektrolyseur wird dann der Strom genutzt von der Photovoltaikanlage, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspeisen. Der Wasserstoff wird dann gespeichert in Tanks und kann im Winter mit einer Brennstoffzelle wieder zurückverwandelt werden in Strom, der dann wieder für das Heizen im Haus und für das Warmwasser gebraucht wird. Das als kleiner Exkurs zum Thema Energieautarkie bzw. Plusenergie, was hier wirklich funktioniert hat. Es wurde ja auch noch das Elektroauto mit betankt, also das ist da alles schon mit drin. Und hier sehen wir jetzt mal ganz kurz die Smart Home Geschichte. Also es ist natürlich dann dieses Heizungs- und Energiemanagement auch eingebunden. Hier hat man jetzt mal die Oberfläche, wo man zum Beispiel alle Rollos mal runterfahren lassen kann. Man hat aber auch so Szenen wie zum Beispiel ins Bett gehen, dann geht überall das Licht aus und die Rollos runter außer im Schlafzimmer oder Dinnerbeleuchtung. Man kann natürlich auch zentral alle Lichter in den Geschossen an- und ausschalten und eben auch über die ganze Wetterstation und das Energiemanagement ist alles eingebunden, sodass man das auch ganz gut sehen kann, was gibt es für Verbräuche und die eben auch sinnvoll steuern kann im Haus, sodass das wirklich mit dem Plus-Energie-Konzept auch funktioniert. Zum großzügigen und harmonischen Gesamteindruck trägt natürlich hier ganz stark bei, dass man wirklich überall diesen durchgehenden Bodenbelag hat, also hier keine Grenzen auch bei Diele und Küche nicht, dass das so verschmilzt und dass man hier auch so eine ganz ruhige, aufgeräumte Deckenuntersicht hat, wo auch wirklich nichts Unnötiges rumfliegt. Da hat der Architekt auch nochmal gesagt, achtet drauf, dass ihr überall die gleiche Lichtfarbe habt. Ihr könnt die einzeln schalten, dann habt ihr auch die Möglichkeit, Punktbeleuchtungen, Lichtinseln irgendwo zu schaffen. Aber es ist eben viel einfacher, als wenn man nachher mit 1000 Einzelleuchten agiert, die dann alle eine andere Lichtfarbe haben. Und das bringt eben hier auch so einen Gesamtcharakter rein, der ganz wichtig ist. Diesen Gesamtcharakter zu bewahren, hat man sich jetzt auch hier an der Treppe bemüht. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Wir haben hier dieses Eicheparkett auf dem Boden und jetzt kommt hier so eine Treppe rein, wo dann eben diese massiven Eichenstufen sind. Das ist also schon ein bisschen komplex zu gucken, dass das da genau passt. Und auch diese Treppe ist jetzt eine Sonderausstattungsgeschichte. Das ist nämlich eine massive Betontreppe, die komplett verspachtelt und gestrichen ist. Das ist ein ziemlicher Aufwand, dass das dann eben so schön aussieht. Hier mit so einem ganz einfachen Stahlgeländer, das ist jetzt hier ohne Glas, das heißt, das ist natürlich jetzt sicherheitstechnisch nicht das Allersicherste, aber man kann das im Einfamilienhaus natürlich so machen und sehr schön ist natürlich einfach mit diesen aufgesattelten Massivholzstufen, die dann eben hier auch runter in den Keller gehen, wo wir nachher auch hingucken, aber jetzt schauen wir erstmal hoch. Jetzt eine halb gewendelte Treppe, wo fast alle Stufen verzogen sind. Also das ist eine sehr platzsparende Treppe und hier sehr, sehr gut belichtet über diese hohe Festverglasung. Ist natürlich auch wieder sowas, Festverglasung kann man von außen nicht putzen, genauso wie hier, aber muss man auch nicht unbedingt. Dafür bringt es in diesen kleinen Flur, der jetzt nur etwas über 5 Quadratmeter groß ist, auch hier oben wahnsinnig viel Licht und Großzügigkeit rein. Die Raumhöhe ist hier auch knapp 2,50 Meter. Was es natürlich auch sehr schön hell macht, ist dieses eingespannte Glasgeländer, das jetzt hier ermöglicht, dass man auch nochmal von oben, hier ist der Türöffner, runter auf die Haustür guckt, da auch jemandem öffnen, jemanden begrüßen kann. Und was ich natürlich auch sehr schön finde, sind diese erhöhten flächenbündigen Türen, die man hier drin hat, also wo auch tatsächlich keine Zarge sichtbar ist. Auch das ist jetzt keine Standardausstattung. Ich habe den Architekten mal gefragt, wenn man das ganze Haus mit solchen Türen ausstatten will, kostet es etwa 15.000 Euro mehr. Das ist schon fast die Größenordnung, die man für dieses KNX Smart Home System etwa zahlt. Das sind etwa 17.000 Euro geht es da los, wenn man also Beleuchtung, Belichtung, Beschattung und sowas steuern will. Das muss man sich dann halt überlegen, ob es einem das wert ist. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Räume im Obergeschoss an. Thank you.
Wir schauen jetzt als erstes hier ins Schlafzimmer, das etwa 18 Quadratmeter Fläche hat, aber eine wirkliche Überraschung bietet, was die Raumhöhe angeht. Wir haben hier über 5,5 Meter fast lichte Höhe bis unter diese Firstfette, die man sieht. Ausbau, Dach gleich Decke. Diese Galerie da oben könnte unterschiedlich genutzt werden. Hier im Haus wird sie noch nicht genutzt im Moment. Man könnte auch eine Bodenklappe haben vom Flur aus. Dann wäre das da oben ein Dachboden, würde man hier zumachen. Oder man kann sie eben auch den einzelnen Kinderzimmern zuschlagen. Das schauen wir uns gleich noch an. Was ich euch hier noch zeigen möchte, ist dieses riesengroße Fensterelement. Das sind hier jetzt etwa 2x2 Meter. Das Dach von der Doppelgarage soll noch als Balkon ausgebaut werden. Da kommt dann also noch ein schöner Belag drauf und so ein Milchglasgeländer, sodass das eben auch nochmal ein geschützter und etwas privaterer Freibereich ist, was ich sehr schön finde, wenn man ansonsten wenig Garten oder Freiflächen ums Haus drumherum hat. Hier vor Kopf geht es jetzt nochmal in zwei leicht unterschiedlich große Zimmer. Das erste, wo wir jetzt mal reinschauen, hat auch etwas über 18 Quadratmeter Fläche, wird im Moment als Gästezimmer genutzt. Und hier kann man jetzt mal sehen, dass die Galerie hier oben nicht offen ist. Das andere Zimmer ist etwas kleiner. Wenn das nachher Kinderzimmer wären, hätte das kleinere Zimmer eben die Galerie zugeordnet und das größere ist hier geschlossen. Trotzdem hat der Raum eine sehr besondere Atmosphäre, weil er eben hier sehr hoch offen ist. Man kann hier ein Hochbett stellen. Es ist also für Kinder auf jeden Fall ein Traum. Man sieht schon, dass auch hier oben überall das Parkett durchläuft. Das ist das gleiche hochwertige Parkett mit dieser Ölwachsoberfläche, das wir auch unten gesehen haben. Und ich kann euch sagen, dass hier auch die Raumtemperatur sehr angenehm ist. Ich habe ja schon gesagt, es gibt eine Sohle-Wasserwärmepumpe mit einem Erdkollektor und automatisch, wenn die Temperatur hier steigt, wird eben gekühlt mit der kalten Luft aus dem Erdreich. Da braucht man dann wirklich nur eine Umwälzpumpe, also das wird nicht aktiv, sondern passiv gekühlt. Und ich kann euch sagen, obwohl es ein heißer Tag ist und wir alle Rollos oben haben, es wird jetzt nichts verschattet, ist es hier total angenehm kühl im Haus. Man kann dann im Sommer tatsächlich bis zu 3 Grad etwa runterkühlen, bevor man dann Tauwasserprobleme bekommt. Und das ist sehr, sehr angenehm. Jetzt schauen wir gleich hier nebendran. Das Zimmer hat etwas über 15 Quadratmeter, ist also von der Fläche etwas kleiner, wird jetzt im Moment als Ankleidezimmer genutzt. Und wenn ihr hier jetzt mal ganz reinkommt, kann man sehen, dass jetzt hier eben die Galerie zu der Seite wieder offen gestaltet ist. Da gibt es auch wieder ein Dachflächenfenster und das ist natürlich dann da oben ein elektrisch betriebenes Dachflächenfenster, das sich eben öffnen, schließen und verschatten lässt per Knopfdruck bzw. mit einem Regenwächter ausgestattet ist, dass es dann auch automatisch zugeht, wenn es anfängt zu regnen. Und dieses Licht von oben gibt eben diesen Zimmern eine ganz besondere Atmosphäre. Der letzte Raum hier oben ist jetzt das Badezimmer, da schauen wir auch noch rein. Vielleicht noch ganz kurz, wenn ihr natürlich hier sowas Offenes habt, habt ihr natürlich die Schalltrennung zwischen den Geschossen aufgehoben. Insgesamt ist es auch hier relativ hallig, weil man natürlich von der Raumakustik jetzt hier lauter glatte, harte Oberflächen hat, viel Glas. Keine Wohntextilien. Das könntet ihr natürlich dann anders machen, wenn euch das von der Raumakustik zu hallig ist. Also je mehr Textilien man da reinbringt, desto angenehmer wird das von der Akustik. Jetzt sind wir hier im Bad und es ist nicht riesig. Es hat jetzt eine Fläche von 9,7 Quadratmetern, aber auch hier habe ich wieder eine wahnsinns großzügige Wirkung, weil es eben offen ist und weil es da dieses riesen Dachflächenfenster gibt. Das ist ganz toll und auch das ist natürlich kein Standard. Das hat jetzt hier Maße von 1 Meter mal 1,60 Meter, auch natürlich elektrisch steuerbar und zu verschatten. So ein Fenster kostet dann auch mal mindestens 1000 Euro mehr als ein Standard-Dachfenster, aber ich finde, es lohnt sich total, weil es hier eben einfach so schön hell wird dadurch. Was wir hier sehen, ist die Badewanne, die wohl Standard wäre. Die ist jetzt etwas tiefer gesetzt, also auf den Rohfußboden in den Estrich versenkt, dass man da nicht so einen hohen Einstieg hat. Ganz nettes Detail ist, dass es hier einen Wäscheabwurfschacht gibt, der direkt in den Keller zur Waschmaschine geht. Das zeige ich euch auch gleich noch. Und hinter mir ist jetzt dieses etwas schmalere Fenster, was wir über dem Hauseingang gesehen haben. Der Architekt wollte, wie gesagt, überall Bodentiefe
Fenster ist dann hier gleich mit Milchglas gemacht, sodass das auch kein Problem ist. Vielleicht können wir hier gerade noch kurz diese Glasbrüstung angucken. Die sind hier eben auch in die Fensterleibung, in den Rahmen integriert, sind hier also ganz dicht dran, sodass die Lamellenjalousie da auch ganz problemlos davor runterlaufen kann. Was natürlich euch klar sein muss, wenn man jetzt hier so ein bodentiefes Element hat, keine Brüstung mehr, braucht man hier zwei Entwässerungsstränge nach unten. Denn dahinter ist ja dann jetzt noch die Dusche, wo wir gleich reingucken. Auf dem Boden haben wir hier auch Eicheparkett. Die Bauherrin sagte mir, sie duscht und badet sehr gern und sehr viel. Und natürlich spritzt da auch Wasser, aber wenn man es dann nach dem Baden wegwischt, gibt es keine Flecken. Und ich finde, das Parkett sieht nach 2,5 Jahren wirklich noch wie neu aus. Das wäre natürlich jetzt hier im Bad nicht Standard, sondern eigentlich wären hier Fliesen 30x60 drin. Hier sind jetzt etwas andere Fliesen drin. Wir haben hier an der Wand 60x120 Feinsteinzeug und hier an dieser Trennwand diese ganz besondere Mosaikfliese, beziehungsweise es sieht aus wie eine Mosaikfliese, ist aber eine große Fliese mit so einem Perlmutt-Effekt, die auch noch durch dieses Hinterleuchten von diesen Spiegelwandnischen natürlich sehr schön zur Geltung kommt. Man hat hier auch wieder so Einbauschränke dahinter, sodass da jeder Stauraum hat für die Dinge, die er so braucht. Hier am Doppelwaschtisch sehr schön ist, dass das hier eben auch wieder Eiche ist. Auch das ist übrigens eine Echtholzplatte, die geölt ist. Das heißt, also auch hier wird es natürlich mal nass. Aber auch das kann diese Eiche ganz gut vertragen und aushalten. Was man jetzt da oben nochmal sieht, ist jetzt diese Zwangslüftung. Es gibt hier keine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. In dem Power-to-Gas-Haus, was ich eben erwähnt habe, wäre das so, weil man da die Abwärme über die Lüftungsanlage auch nochmal nutzt. Hier ist es jetzt eben nicht so. Es gibt dann tatsächlich nur im Bad aus Feuchteschutzgründen diese Abluft. Haben wir unten auch schon gesehen. Es ist eben ein Strang. Unten hängt das Gästebad dran und es geht übers Dach raus. Ansonsten könnt ihr hier nochmal in diese gefließte Dusche reingucken. Das ist sehr schön gemacht. Hier ist jetzt nicht so viel Abstand. Mir wäre das vielleicht ein bisschen zu schmal. Man hätte das sicherlich auch noch ein bisschen weiter rübersetzen können. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Und die Dusche ist auch so tief, dass man sich hier keine Sorgen machen muss mit dem Spritzschutz. Wir gucken jetzt noch kurz in den Keller. Ihr seht schon, das ist hier so offen angeschlossen. Das sagt uns schon, es muss ein hochgedämmter Wohnkeller sein, der da unten anschließt. Das sieht man auch schon daran, dass hier die Eiche-Parkettstufen nach unten durchlaufen. Von der Größe sind es auch nochmal 71,5 Quadratmeter wie im Erdgeschoss. So ein Keller ist natürlich sehr flächeneffizient, weil er hilft, das kleine Grundstück gut auszunutzen. Von den Kosten oder von der Kosteneffizienz sieht es ein bisschen anders aus. So ein hochgedämmter Wohnkeller, Betonfertigkeller, kostet euch locker nochmal 100 bis 120.000 Euro. Aber es gibt eben auch viele zusätzliche Nutzungsoptionen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen großen Raum, 32 Quadratmeter, Hobby- oder Fitnessraum. Hier ist nochmal das Parkett, das Schöne auf dem Boden. Die lichte Raumhöhe sind jetzt hier etwa 2,38 Meter. Und dadurch, dass ich jetzt hier eben rechts und links so ein Kellerfenster mit einem weiß gestrichenen Lichtschacht habe, kommt hier auch wirklich Tageslicht rein. Neben den üblichen Abstell- und Stauräumen, die ich hier unten im Keller immer habe, gibt es hier aber auch noch einen Hauswirtschafts- und einen Technikraum. Und da schauen wir jetzt tatsächlich auch noch kurz rein. Ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch noch den Wäscheabwurfschacht. Der kommt jetzt hier in der Ecke runter, direkt bei Waschmaschine und Trockner, sodass das also ganz gut funktionieren kann. Und hier um die Ecke geht es jetzt in den Technikraum. Das Herzstück von der Heiztechnik ist jetzt dieser große weiße Kasten. Da ist die Sohle Wasserwärmepumpe drin, inklusive 500 Liter Pufferspeicher für Heizung und Warmwasser. Da kommt eben jetzt die Sohle aus dem Erdreich. Im Sommer ist das also vorgekühlt und im Winter ist es warm. Und dadurch kann ich eben mit relativ geringem Stromaufwand das Haus heizen und kühlen. Ich habe euch ja gesagt, man braucht dafür einen Flächenkollektor. Es sind etwa 6 bis 8 mal 10 laufende Meter, die man braucht. Der Architekt sagte mir, das kleinste Grundstück, auf dem sie dieses Haus mit der Technik gebaut haben, hatte 330 Quadratmeter und auch dort hat man diesen benötigten Erdkollektor noch untergebracht.
Ansonsten gibt es hier die erwähnte Wasserenthärtungsanlage, einen relativ großen Schaltkasten, den man eben für diese Smart Home Geschichte braucht. Und hier nochmal Batterie und Wechselrichter. Wir haben hier etwa 10 Kilowattstunden Speicherkapazität. Auf dem Dach waren die 9 Kilowatt Peak Leistung. Und man hat mir gesagt, für einen Zwei-Personen-Haushalt, der jetzt hier lebt, hat man im letzten Jahr nach Abzug des kompletten Eigenverbrauchs und des Elektroautoverbrauchs hier noch für etwa 1000 Euro Strom eingespeist ins Netz. Im Winter musste man dann etwa für 200 Euro Strom aus dem Netz zukaufen für die Heizungsanlage. Dann hat man also immer noch 800 Euro Gewinn gemacht. Eine Preisinfo zu diesem Haus habe ich euch wie neuerdings immer unten in die Videobeschreibung gepackt. Da findet ihr auch einen Link, unter dem ihr dann die Grundrisse anschauen könnt und die Kontaktdaten findet, falls ihr euch das Haus mal anschauen wollt. Wie gesagt, es ist ein bewohntes Haus, aber nach Voranmeldung kann es etwa einmal im Monat auch besichtigt werden. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke. Denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.